Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Video in diesem neuen Jahr 2017. Und ist jetzt heute Minikaffee-Tech. Das erste Video in diesem neuen Jahr. Und mal sehen, was wir heute so machen. Und zwar erstmal, letzte Folge habe ich einen Kampf gehabt und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ihr einfach keine Item damit hatte, aber nur irgendwie so ein Tierschwert gehabt und einen Bogen. Und sonst nichts. Und ich hatte so schöne Items zurück gehabt, ne? Und ich erkläre mal Folgendes. Und zwar, wir sind alle auf der Plattform halt gespawnt, so. Und dann wurde ich runtergekickt. Und hab dann alle meine Items verloren im Void, ne? Alles verloren. Einfach weil man immer in jeder Dimension, also ne, Overworld und End, immer schön einzeln halt hier eventuell True machen muss. Also in Vanilla Minecraft ist das so, dass man, wenn man einmal Keep eventuell True hat, dann ist auch für den Nether und für den End. Aber also hier, glaube ich, auf Bungee Court läuft, ist das dann nur noch einzeln. Also muss für Overworld, Keep eventuell True machen, für den Nether und für das End. Und für das End wurde halt noch nicht gemacht, weil da niemand war und ich bin halt erst dann runtergeflogen ist und ich habe all meine Items verloren. Und da habe ich ein bisschen Schaden jetzt noch besser bekommen. Und zwar die Videorüstung durfte ich zum Beispiel behalten, das haben wir nur die Mannrüstung hier. Ich habe den Bogen bekommen mit Anmerkungen von Infinity Power und Power 3. Eisenachs habe ich mir dann doch noch gecraftet. Meine schönen Spitzhacke mit Unbreaking 3, Fortune 3 und Efficiency 4. Haben wir wieder bekommen und mein Sword mit Sharpness 3 und Loofing 3. Da fehlt dann noch Knockback drauf, aber das ist mir jetzt auch egal. Und ja, Essen habe ich alles verloren, leider. Und meine Schalkerbox ja auch. Ich habe eine Schalkerbox noch drin. Ich habe meine Schalkerbox einfach mitgenommen, meine grüne. Da ganz viel Cobblestone und alles passiert. Also ich habe ein bisschen verloren hier so. Und Essen, meine ganzen Ofenkartoffeln alle weg hier so, ne? Ich habe alle hier dran getan, in die Schalkerbox so rein. Und mit dieser Schalkerbox bin ich halt gestorben, das heißt, war auch noch die Schalkerbox auch noch weg und mein ganzes Essen, alles Cobblestone. Und war ein bisschen doof, ich hatte kaum im Tag gehabt, ich hatte irgendwie auch gar keine Pfeile mitgenommen. Also ich habe Pfeile überhaupt. Ich habe keine Pfeile, ne? Naja, egal. Also ich konnte auch nicht mal schießen oder so. Ich habe mein ganzes Verhalten noch gebraucht, als ein bisschen Notessen halt. Also ich habe noch als letztes noch Melonen genommen, aber vorher habe ich noch Brot alles noch genommen für den Kampf. Ich habe leider sogar in der Folge gesehen, dass ich Brot mit hatte, ich glaube schon. Auch komplett ohne Rüstung oder so. Oder war ich mit Rüstung? Doch, ich war mit Rüstung, genau. Auch schon etwas extrem, ich war glaube ich auch Level 68, glaube ich. Also ich habe ja, wenn man Ender Dragon getötet wird, dann droppt er immer so schon eine Spülenskugel. Und diese Experience-Kugel sind einfach ins Endportal gefallen. Das heißt, da konnte niemand aufsammeln, ich habe sie zusammengefasst, dann bin ich als erstes rausgegangen und habt euch mal die ganzen Experience bekommen. Das war auf jeden Fall auch cool. 38 Level auf einmal so. Und dann habe ich gestern noch ein paar Experience-Flaschen bekommen, habe ich 70 Level übrig gehabt. Und dann muss ich halt die ganzen Bücher auch jetzt noch nicht drauf klatschen, jetzt habe ich nur noch 35. Aber immerhin etwas. Ich muss noch ein bisschen Kohle und noch ein bisschen hier aus dem Ofen nehmen. Also im Glück muss man nicht so einen kompletten Neuanfang machen. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal irgendwie alles umfahren müsste, die ganzen Dias und so. War natürlich ärgerlich, dass ich alles schon verloren habe und ja. Ich wurde einfach runtergekickt und war jetzt nicht so witzig, aber naja. Gut. Zum Glück habe ich die ganzen Verzauberungen alles wieder bekommen. War nicht gut. So, diese Folge beende ich das Feld nicht. Habe jetzt nicht so viel Lust drauf. Denn, erstmal machen wir uns erstmal einen Pfeil, ne? Also, einen Flint haben wir. Federn. Wo wir Federn her haben. Ich habe ganz viel Chips getötet, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also, wie ich so viele Dinge getötet habe. So viele Dinge, ne? Naja, egal. Ja, genau. So, Flint von oben rein, ne? Und Feder unten, ist das richtig? Ja. Vier Pfeile, das ist nicht schlecht. Super. Sticks. Und ich werde ein bisschen Methan ein bisschen sortieren. Das ist sowas her, glaube ich, ne? Genau. Aber für den Fall benutzen wir brauchen ein paar Torches, brauchen wir noch auch noch.
Besten so. 24 Torches. Morgen habe ich sogar noch Messer nach Heli. So, schon eine Schere craften. Das ist schon ein Eisen. Muss man mein ganzes Eisen hier bekommen? Ich hätte 30 Eisenblöcke, glaube ich, gehabt, oder? Ich hätte 30 Eisenblöcke, glaube ich, gehabt. Aber ich habe bestimmt, ich habe alles ausgegeben, ne? Oh shit. Oh. Ganz normales Geschenk, aber ich habe so viel Eisen verbraucht. Ja, scheiße. Aber egal. Eisen kann man sowieso ganz viel. Hoffentlich. So, Feuerzeug und dann brauchen wir nochmal. Aha, nehme ich vielleicht auch nochmal mit. Finde ich auch nicht so verkehrt. Und dann hätten wir das. Was war denn hier für ein Slot? Hätte ich zwei freie Slots gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann den Fragen nicht mehr ganz genau beantworten, leider. Was hatte ich in diesen beiden Slots? Auf dieser Fall glaube ich frei, aber was war in diesem Slot? Weiß das noch jemand? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Gut. Ich würde vielleicht mal die Dinge hier weg tun hier. Die Melonen. Dann holen wir uns hier das schöne. Noch Peaceful, so ganz auch gut. Oh, so schöne, schöne Auf- und Kartoffeln, ey. Das ist nice. Von 32, vielleicht tue ich kurz nochmal zurück. Ich mach das so. Und dann für diese Folge müssen wir, glaube ich, ins End. Ich könnte auf, dass ich ja, gerade die Koordinaten weiß. Ich könnte vielleicht kurz mal vorbeigucken, ob jemand irgendwie so ein, vernetzt hat hier alles. In M, dass man irgendwie so ein Druckplatte gebaut hat, das wäre sehr gut. Denn ich müsste nochmal ins End, um ein bisschen Endstone zu farmen. Und dann können wir hier ein paar, Tourist-Pflanzen anbauen. Und da vielleicht mal gut mit Purple-Blöcken bauen. Genau. Ich gehe mal eben gucken. Aber ich sehe erstmal nichts. Was ist für ein Schild hier? Was ist ein Schild? Lol. Gut. Noch zur zweiten Stadt, glaube ich, ne? Ein Außenposten. Hafen, ne? Aber es so sehe ich hier nichts jetzt. Wir werden in der Konfi nochmal nachfragen. Weil ich glaube, wir können gehen nochmal etwas öfters als einmal ins End. Oder ich habe eine Idee. Ich könnte ja kurz mal eben bei Delahead gucken. Ich habe nämlich gesehen, dass du so einen richtigen Kalle hat, so richtig mit Command Block und so. Dann kann ich vielleicht gucken, weil ich Delahead was hingebaut. Ich sag mal ein Geschenk. Hat schon gebliert. Okay. Kann die Kiste aber auch haben. Genau, hier war es, glaube ich, ne? Zuckerfarm hat auch gebaut. Und hier war es, glaube ich, ne? Ich betreten. Ach stimmt, jetzt nur noch Außenposten. Okay. Also ich will fragen, ob ich nochmal Konfi nochmal nach. Ob das jemand bauen kann. Und so ist es schon 9 Minuten. Hab ich's geschafft. Ja. Oder vielleicht hat der liebe Igels vielleicht einen Endstone. Ich höre mir vielleicht einen kurz mal. Line, einen Endstone und eine Pflanze. Ich will noch wieder, ich habe aber jetzt irgendwie keinen Zugriff aufs End. Ich hätte ja irgendwas hier. Die Kiste getan. Und er hat schon ein paar Körperblöcke. Endstone. Da hat er hier. Ich nehme mal einen. Also falls du das siehst, dann kriegst du auf jeden Fall wieder den Endstone. Ah, ich wollte mir auch mal so ein paar Pflanzen anbauen. Da können wir vielleicht auch richtig schön dekorieren, zum Beispiel, ne? Ich habe ja so viele Möglichkeiten.
Gut. Dann hole ich mir jetzt mal eben. Joe's Flower. Jetzt wollte ich zum ersten Mal mit diesem Minecraft-Leben an. Ich habe noch nie so Joe's Flower angebaut. Und denken wir eigentlich, oder? Ach, den Weg haben wir auch noch da. Wir haben ein paar Folgendeuter, die wir bauen machen, also füllen können. Okay. Sehr gut. Gut, also haben wir ein paar Sachen, die wir in den Folgen bauen können. Also dieser Weg oder zum Beispiel die Folge schon ziemlich schnell wächst. Schaut. Yay. Gut. Wenn das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Hier liegt jetzt die letzte Folge der Minecraft eingeblendet und hier rechts findet ihr ein übriges Video. Und in den Kanal, in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen und tschüss.